Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio ProTrack, Shimano und Nice. Tobias Ekwall, der für den schwedischen YouTube-Kanal Kanal Gratis am Turnier teilnimmt, überzeugte im Achtelfinale auf ganzer Linie. Der Barsch-Spezialist setzte sich in einer Uferpartie deutlich gegen den Dortmunder John Chowns durch und trifft heute auf den Schweriner Jan Pusch. Jan konnte im Achtelfinale ebenfalls sehr schöne Fische fangen und gewann seine Partie vom Boot gegen Jimmy Glaser vom Oder-Spree-Anglerkanal. Beim Blick auf eine Umfrage, die vor Beginn der Achtelfinalsendungen durchgeführt wurde, fällt auf, dass die Rollen heute klar verteilt sind. Tobias, der in der letzten Staffel bereits das Finale erreichte, gehört in diesem Jahr zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Knapp 16% der Zuschauer denken, dass er sich am Ende des Turniers die YPC-Krone aufsetzen wird. Jan hingegen war beim letzten Turnier noch nicht dabei. Mit nur 1,2% der Stimmen kommt ihm heute die Außenseiterrolle zu. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer von Hecht und Barsch. So, wir machen weiter mit der YouTube Predator Cup. Wir gehen weiter ins Rennen. Jan, du hast dein letztes Rennen gewonnen und bist jetzt weiter und wirst heute gegen Tobias fischen. Tobias Ekwall aus Schweden. Ja, eine harte Nummer. Es ist eine ganz harte Nummer. Der Tobias hat ja letztes Jahr schon mitgemacht hier beim YouTube Predator Cup und war ganz weit vorne. Also einer der Favoriten jetzt für 2019. Es wird für mich unwahrscheinlich schwer. Ich hatte gestern sehr viel Glück dabei gegen Jimmy. Und meine Taktik ist vielleicht ganz cool bleiben, relaxed bleiben, ihn dadurch vielleicht ein bisschen nervös machen. Ich bin gespannt, was passiert. Okay, und wir haben eine Münze geworfen. Du hast gewonnen und darfst jetzt entscheiden, wer anfängt. Und du sagst, Tobias soll anfangen. Ja, meine Gäste haben bei mir den Vortritt auf dem Boot und das lasse ich auch so und deswegen Tobias. Ja, you choose the spot first. Ja, yeah, bin actually filming in Perch Pro here, but I don't think I've ever been fishing here. Okay. I've been fishing from shore a couple of times, but not from boat. But I have some really good spots because I know some guys and they help me, so I think it's going to be good down the house. Okay, so then let's begin. Yeah, let's do it. Okay, dann geht's los. Auf. Ja, good luck. Good luck. Vielen Glück. Viel Glück. Jan und Tobias fischen heute beide Halbzeiten vom Boot aus. Die beiden Angler haben nun insgesamt 6 Stunden Nettoangelzeit, um 5 möglichst große Wertungsfische zu fangen. Maßige Barsche, Hechte und Zander, die regulär mit Kunstködern gefangen werden, bringen Punkte. Dabei wird die Gesamtlänge von Barschen in Zentimeter mal 2, die von Zandern mal 1,3 und die von Hechten mal 1 multipliziert. Schleppfischen ist nicht erlaubt. Wem es gelingt, 2 maßige Zielfischarten zu fangen, bekommt 10 Extrapunkte. Für die 3. Zielfischart gibt es nochmal 20 Punkte dazu. Also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. So, wir sind am ersten Spot angekommen. Die Jungs machen sich gerade noch fertig und wenn dann alle Köder dran sind, würde ich sagen, starten wir die Zeit. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Okay, dann geht's los. First cast for me, this battle. And the spot I've chose, I got it from Fredrik Julian. And this is a really good spot for a big perch. And I don't want to go here to Netherlands where the big perch are and coming home and not have caught the big perch. So that's my plan now, going for some big giant 50 centimeters plus perch. Let's see if it works out. Ja, der Platz hier, den hat ja gerade Tobias ausgesucht hier und ich war noch nicht hier an dem Platz. Ich kenne die Gegend so etwas über die Predator-Tour, aber hier war ich noch nicht und vielleicht hat Tobias ja recht und wir fangen wirklich hier einen großen Barsch. Würde mich freuen. Also ich gebe alles, ich gebe Gas. Ja,
Sag mal, Jan, diesmal wird es nicht so eine Kuschelrunde wie bei deinem letzten Gegner. Unwahrscheinlich schwierig gegen Tobias. Ja. Also er ist ja letztes Jahr schon weit gekommen und deswegen, ich muss richtig Gas geben. Der nimmt das richtig ernst. Ja, ich sehe schon, der spricht gar nicht mit mir. Ja. Aber total, ne? Er ist ja überzeugt, die schwedischen Angler sind die besten Angler und ich werde ihm heute das Gegenteil beweisen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, beim letzten Mal hast du sogar gewartet, bis dein Gegner fertig geknotet hat, weil er einen Hänger hatte. Ja. Das machst du heute nicht, oder? Ich hatte mir eigentlich so eine Taktik auch zurechtgelegt, weil es gibt einige Angler, die sind ja nicht so im Wettkampfmodus und die Zeit läuft dann immer gegen ein. Ja, und das war bei Jimmy eine gute Strategie. Ich weiß nicht, wie die Strategie aussieht bei Tobias, weil der echt geübt ist. Soll ich dir mal was sagen? Die Zeit läuft und du angelst nicht. Ja, aber das macht er. Ich suche mir jetzt einen schönen Köder aus und fange gleich. So, jetzt habe ich hier mir schon ein paar zurechtgelegt heimlich und werde jetzt gleich einen Fisch fangen. Du versuchst das erst auf Barsch? Ja, ich fische ja sehr, sehr leicht auf Barsch. Beim letzten Battle hat mir der 47er Barsch auch richtig weitergeholfen, weil der wird ja mal zwei gewertet, das ist ja das Interessante. Und deshalb, Barsch ist hier die Macht und deshalb versuche ich jetzt einen Barsch zu fangen. Ah. So the spot where we are fishing now is like a shallow plateau. Outside is like 12 meters and here this goes up to like 2 meters. And here I think there's perch are going up here to spawn. And there's like a big, quite big shallow plateau. So I don't think we should stand still on one spot all the time because it's quite hard to find a perch on the sonar when it's this shallow. So we're gonna do a little bit of drifting, anchor, do a little bit of drifting and anchor and really try to search where they are, and then when we get like one bite or something, I'm gonna press the anchor and then we're gonna stand there for a little while. But that's the plan now, just to search and find where they are. Also Leute, hier ist eine Spannung auf dem Boot zum Zerreißen. Tobias steuert das Boot jetzt mit dem E-Motor und fährt das Plateau praktisch so an, dass er natürlich ideale Bedingungen hat, damit er genau an der Kante seinen Köder präsentieren kann. Ich merke es ja natürlich. Es wird schwer für mich. Also wer fängt den ersten Fisch? Wir haben ein bisschen schwierige Bedingungen, wir haben ein bisschen Wind hier. Schöne Sonne, aber ein bisschen windig und deshalb wird es nicht einfach sein. Aber ich versuche alles, um das Ding hier heute zu gewinnen. Willst du ihn dir anschauen, den Köder? Kannst du dir gerne anschauen. Nice. Very good for perch here. Ich hatte eben gerade einen Kilbis, der ist voll raufgehackt in der ersten Abziehphase. Und saß aber nicht. Also einmal kurz reingeschlagen. Ich weiß nicht, was das war. Ich muss meinen Gummifisch gleich mal kontrollieren. Und ich habe mir aber ungefähr die Position gemerkt. Nur hat Tobias auch das Boot gestoppt. Nee, es war jetzt kein Zander, glaube ich. Vielleicht sitzt er noch da. Ah, ich bin ein bisschen rüber. Hey Tobi, you got the first attack. It's good that they missed it, but... Then we know that there are fish here. So that's a good sign. Du hast da gerade einen anderen Köder rausgeworfen. War das etwa ein Spinner? Ja, ich kenne das ja vom Schweriner See, dass manchmal, gerade wenn Gummi nicht so läuft, dass man wirklich auf Blech setzen sollte. Und das also nach dem Angler. Motto, Spinner geht immer. Spinner geht immer, genau. Das vergessen viele Angler. Also ich sehe das ja bei meinen Gästen beim Guiding, dass viele da nur Gummis dran haben. Und vielleicht ist es hier auch schon so, dass die Barsche schon die Seriennummer kennen von dem Gummifisch. Und deswegen einfach mal so ein Spinner. Das ist jetzt so ein Netzspinner. Und ich probiere das einfach. Also jetzt kam noch kein Fisch raus, also was sollte das nicht machen? Aber vielleicht ist auch zu viel Druck und Action unter Wasser, weil das Wasser ist ja doch relativ kalt. Genau, aber trotzdem. Das ist völlig trotzdem, egal. Spinner geht immer. Da sowas damit von zauberst du was raus. Hast du gestern damit gefangen? Genau. Nein, nee, leider nicht. Aber beim letzten Mal ging Spinner nicht immer. Trotzdem ist Blech, also Blech ist immer noch eine Macht. Und deswegen mache ich ein paar Würfe damit, probiere das und wenn es ja nicht geht, wechsle ich auf Gummi. Habt ihr gehört, Blech ist Macht.
We have fished with this spot for like, I don't know, half an hour maybe, a little bit more, and I haven't felt anything, and it doesn't feel good for me here. And when I'm fishing, I always want to feel 100% confidence. So therefore, we're gonna change spot to a spot where you're gonna fish close to the bank, where I know there has been some fish caught yesterday. So let's go there. At the moment we are at this drop-off close to the shore, and I'm trying to just drift slowly against the edge here and forward, and then just searching the fish and searching the fish, because I don't really know where they are. And also I'm changing lures a lot, so really trying to break the code. And since I only have like 3 hours, I need to do everything quite fast to see what they like today, because I think the one that catches the first fish has a big advantage today, because it seems like there's quite slow fishing. Probably it's gonna pick up later, but I really want to catch a fish as soon as possible. Oh, fish bit up! Almost got a heart attack. I got a good tap, and then I made a good hook set. I felt the fish, and then it just came off. I don't know. That was so bad. But I don't think it took really well. It just took in the back of the jig. But I really would love to catch that one now, because here I don't think it's that many small fish. Especially that felt like a perch, so if you catch a perch here, I think it's quite big, and that would probably be a very important fish to catch. But the positive thing is that now I know that there are fish here, so then I can stay here for a while and just keep on hammering. Fish on! Wow! It's a good sounder. It's a pike. Are you ready? It's a super net way. Come on, it's it! Yeah! My God. It could have been a pike, the one I lost before. It could be that pike. But at least now I have something on the score. Very good. Okay. Thank you. Wow, das war bestimmt der Anfasser. Wow. Yeah. That was a hard strike. Yeah. Here we have it. It's not a monster, but it's a good fish. Look the colors. Yeah, let's see how long it is. Okay. Yeah. It's 64. Perfect. It counts. Very good, your first fish. Yeah. Congratulations. So I just got one bite. And then I got this one, so probably just like a bite period now. So I just want to keep on fishing as soon as possible. So I'm just gonna let it go and then, bam, catch another one. Bye bye. Very good. Thank you. Na also. Tobi kann seinen zweiten Biss verwandeln und bringt einen 64 cm langen Hecht an Bord. Natürlich hat Tobi schon etliche größere Hechte in seinem Anglerleben gefangen, aber möglicherweise gehört dieser dennoch zu den wichtigsten. 64-0 für Tobias. First cut, the Blade Runner works. We'll be right back.
Hör mal, der Tobi hat einen 64er Hecht gefangen. Vielleicht ist dir entgangen, aber er führt jetzt. Was sagst du denn dazu? Ich habe es gesehen und ich freue mich natürlich erstmal für Tobi. Tut er nicht so. Doch, dass er den ersten Fisch gefangen hat. Na klar, man ist natürlich dann unter Druck. Mhm. Es ist, wird dann immer schwieriger, ja, unter Druck zu angeln, aber ich versuche ganz ruhig zu bleiben. Und also meine Strategie ist einfach weiter durchangeln und beim Angeln ist auch ein bisschen Glück dabei und wenn ich heute ein bisschen Glück habe, werde ich auch den Tobi schlagen. Du hast die Ruhe gepachtet, ich sehe das schon. Ja. Bringt dich überhaupt nicht aus der Fassung. Wirst du denn jetzt deine Technik ändern oder switchst du irgendwas? Ja, ich habe jetzt einfach eine längere Rute genommen, einfach ein bisschen höheren Winkel zu fischen. Okay. Weil ich weiß, dass Hechte durchaus hohe Sprünge mögen. Ja? Also die Absinkphase, um die Abdrückphase ein bisschen zu verlängern, einfach eine längere Rute genommen. Die ist jetzt über 2,70 hier die Rute und ist schon Brett. Aber damit habe ich im letzten Battle ja auch gut punkten können. Und okay. Deshalb ist die Strategie ja so. Ja. Also es ist nicht der Köder, es ist jetzt die Rute. Die das einfach die Rute, einfach der gleiche Köder, einfach mit einer anderen Rute, um einfach den Winkel zu verändern. Ja. Okay, wir haben noch 1 Stunde und 36 Minuten. Ja. Macht dich das ein bisschen nervös? Ach gar nicht, überhaupt nicht. Oh, ey. Ach Mensch, das Angeln. Ich genieße die Sonne und ich könnte jetzt auch mal ein bisschen Pause machen. Was? Weil das Wetter einfach schön ist. Es ist einfach herrlich und das macht doch Angeln aus, dass man auch mal so die ganze Natur genießt und so weiter. Und wenn da noch ein Fisch kommt, bin ich überglücklich. Before I fished this shoreline pretty aggressive. I was just driving with the front engine quite fast, but now when I got one fish, I've anchored, so we're standing still, and I'm really wants to fish this spot effective now, or if yeah, very, very precise, because if there's one fish here, I'm pretty sure there's more, and then I don't want to fish too fast because then you might miss them. I got the information I needed with that pike. Ja, ich hatte ja kurzzeitig eine lange Route genommen, dann aber wieder gewechselt auf kurz, weil Tobias dann dichter an die Steine gefahren ist. Jetzt fährt er allerdings wieder raus und wir sind jetzt hier auf der 5-Meter-Linie und deshalb fische ich gleich wieder meine lange Route. Es macht einfach mehr Sinn, dann um einfach einen größeren Winkel zu bekommen. Das ist der Grund. Aber er macht das ganz geschickt, weil er das Boot schön in den Wind reinstellt und genau gerade fischt. Er ist also sehr, sehr erfahren. Das ist ein sehr erfahrener Turnierangler. Ich sehe das sofort. Und es wird unwahrscheinlich schwierig, gegen ihn jetzt heute zu gewinnen. Aber ich muss halt ein bisschen Glück haben. Und wenn das Glück auf meiner Seite ist, schlage ich ihn Schweden heute. Wir werden sehen. Die Farbe hat letztens so gut gefangen. Ich habe irgendwie jetzt auch da Vertrauen drauf. Das fängt gleich. Yeah, I think so. In perch, no? Yeah, I think it's a perch. Ready? Yeah, I am. Took on a long line. Yeah, perch. Oh. Yes. It's in. Wow. Like I'm so nervous at the moment. In German we speak Petri Heil. Yeah. Very good. Thank Very you. Good. Your answer, Petri Dank. Yeah. Petri Heil. Danke schön. Petri Dank. Petri Heil. Petri Dank! Yeah! These battles are so intense and I really want to win this. So, like, every time I get a bite, my pulse is going up to like 200. Insane. But that's why I like this competition, because you get so much emotions all the time. It's up and down and you get some adrenaline and it's super fun. Show us the fish! Yeah, it's actually a decent perch. Wow! Yeah, it's good. It's good for the competition. Yeah, absolute. Let's see how long it is. 37. Yeah. So very good. Yeah, very good. Very nice. 37 zählt doppelt. Super gemacht. Good job. Yes.
Now I'm gonna put it back and keep on fishing, because if it's one perch, there might be more. So bye bye. I think the net is too small for the perch. We need a bigger net and a bigger boat. Auch den zweiten Fisch des Tages fängt Tobias, der seine Führung mit diesem Barsch auf 148 Punkte ausbaut. Jan konnte bislang nichts aus der Ruhe bringen. Bleibt das auch nach diesem Fisch so? Nach 2 Angelstunden liegt der Tobi mit 148 Punkten vorne. Das ist, macht den Jan natürlich ein bisschen Druck. Der muss jetzt mal nachlegen. Ansonsten sieht er hier alt aus. Echt. Jan, du musst ein bisschen Gas geben. Ich muss Gas geben, ja. Und ich sage immer, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Das war schon immer so. Und wir haben noch ein bisschen Angelzeit und deswegen ganz entspannt. Das wird schon knallen hier bei mir gleich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fish on, fish on, perch, maybe. Wow, der ist so reingeknallt, Leute, so was Geiles. Ah. Ein kleiner Hecht. Ein Hecht, okay. Ein kleiner, oh, ist ein kleiner Hecht. Oh, dachte ich, der ist ein Perch, der ist so reingeballert. Aber erstmal ein Fisch wieder und hast gleich wieder Vertrauen, wenn man einen Biss bekommt. Ein kleiner Hecht. Sieht auch so aus, als könnte der zählen. Komm rein, den Kescher. Nicht schlecht, der Hecht, da ist er. Nicht schlecht, der Hecht. Petri Heil. Super. Petri, Dank, mein Fan. Hier ist er. In dem Big Kescher und ein kleiner Hecht. Aber man freut sich ja über jeden Fisch. Oh, das wird ganz knapp, Leute. Das wird ganz, ganz knapp. Aber ich freue mich. Ich bin echt happy. Das war so schwierig. Endlich ein Fisch. Na, endlich bist du aufgetaut, ey. Da, ja, da ist er wieder zurück, der jute alte Jan. 59 cm Hecht. Hätte ich gar nicht gedacht, weil er so klein war. Und schnell wieder rein. Ja. Leute, über so einen kleinen Hecht freut man sich hier beim YouTube Friedener Cup. Herrlich, ich bin glücklich. Merkt man gar nicht. Petri. So. Komm, schnell wieder rein. Zack. Ach, herrlich. Und ganz wichtig, Leute, jetzt das Glück. Ihr müsst immer das machen hier. Schön den Hechtschleim am Blank. Das bringt mir Glück. Das muss richtig nach Fisch riechen. Wasch das niemals ab. Da ist er, der erste Fisch für Jan. Und so klein ist dieser Hecht nun auch wieder nicht. 59 cm bringen ihm auf jeden Fall wertvolle Punkte. Nun könnte bereits ein Fisch ausreichen, um Tobi die Führung abzuluxen. Ja, Leute, ich habe jetzt ja diesen Hecht gefangen, diesen kleineren Hecht, aber immerhin, die Punkte zählen und ich muss noch ein bisschen was aufholen. Also so einfach wird das nicht. Der Tobias liegt natürlich weit, weit vorne, hat einen viel größeren Hecht gefangen und noch einen sehr richtig schönen Barsch und drückt mir die Daumen, dass ich jetzt hier noch einen Fisch fange. Ich lass Tobi mal ein bisschen angeln. Dann machst du es dir wieder gemütlich hier. Er liegt zwar weit vorne, aber lass ihn mal noch ein paar Fische fangen. Das holen wir am Ende alles wieder auf. Also ich will dich nur mal erinnern, es sind noch knapp 30 Minuten von Tobis Zeit, dann bist du dran, dann gibst du die Plätze vor. 3,5 Stunden, da kann ja noch viel passieren. Ganz ruhig. Ach, das Angeln soll auch Spaß machen. Oh, herrlich. So, time is fish, Zeit ist Fisch. Ja, Zeit ist Fisch. Es geht weiter. Ja. Du kannst auch ruhig mal Pause machen, wenn du möchtest. Sir? Take a break. Yeah. Take your time. Okay, 14 Gramm, der ist gut.
Jo, Fisch, verschon. Und. Ja, yeah, ist der reingeknallt, du. Geil. Das gibt's ja nicht. In den letzten Minuten haust du hier noch mal was raus. 3 Minuten hat er, es geht's noch oder so. Sehr, sehr gut. Du machst das spannend. Spurt. Noan, dicker Barsch. Alter. Birch. Ja! Ja! Das ist er! Ja. Das ist der Barsch! Darauf habe ich gewartet! Und was für ein schöner Fisch! Und wie denn meine ja, Akilas Hechtrute? Ich werde verrückt! Wow! Thanks! 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 Oh, that's fishing! Das ist Angeln, Leute! Total geil! Was für ein Teil! Warte, ich hole mein Measureboard! Ach du Scheiße! Yeah! Der Tobi, guck mal, der angelt sofort hier in diese Richtung. Da sieht man mal, was das für ein Experte ist. Und hier kommt der Barsch, Leute. Wow! So, okay. Was hattest du gesagt? Dein Personal Best liegt bei 47 cm. Ja, bei 47. Ich werde irgendwann den 50er fangen. Wenn einmal, der liebe Gott das will. Anton, sehr schön. Komm, wir messen ihn jetzt mal. Ja, du hast 48! 48! Oh, das ist natürlich super. Das ist super. Freut mich richtig. Toller, fetter Barsch. Was für ein schöner Fisch. 48 cm, du hast dein PB damit um 1 cm verbessert. Guckt euch mal den Köder an. Der hat ihn richtig tief inhaliert, in der Absinkphase genommen. Klasse Fisch. Ein wunderschöner Barsch, den Jan hier aus dem Wasser holt. Etwas optimistischer gemessen hätte man dieses Prachtexemplar ganz sicher auch auf 49 cm gebracht. Doch auf diesen 1 cm wird es am Ende nicht ankommen. Ein Traumfisch, der nicht nur das Anglerherz höher schlagen lässt, sondern Jan auch in Führung bringt. So schnell kann es gehen. Ich sage euch ganz kurz meine Strategie. Ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob der Tobi das gesehen hat, immer diese Tonne hier hinten angeworfen. Und zwar ist es eine Tonne, eine rot-weiße Tonne. Und die Tonne ist an einem Seil befestigt, an einer Ankerkette. Und durch die Strömung hier, bei der Ankerkette bildet sich immer eine Senke, ein Loch. Das wissen die wenigsten Angler. Und genau in der Senke, genau unter der Tonne, habe ich diesen Barsch gefangen. Und da ist auch ein bisschen Schatten. Und das reicht manchmal aus, dass da sich ein dicker, fetter Fisch, gerade Barsche, gerne verstecken. Und ich habe das bestimmt 20 Würfe habe ich gemacht und beim 20. Wurf ist er reingestiegen. Und du hast ihn wirklich in der letzten Sekunde gefangen. Tobis Halbzeit ist jetzt um und mit dem letzten Wurf hast du so eine Kirsche rausgeholt. Hast das ganze Ergebnis geändert. Sensationell. Der Zwisching. Yeah, that's good. Really good comeback. Congratulations to a very nice bird. Makes it really, really hard for you now. Yeah. Well, it's a really good one, but in this season you have to catch 5 fish. And if he catches 4 and I catches 5, still if he has a good perch, it's going to be tight. Yeah. So, there's plenty of time more. So it's going to be a very interesting second half, I think. Okay. Thanks good work. Thanks a lot. Mit 165 zu 148 für Jan geht es in die Halbzeitpause. Nach einer kurzen Werbung inklusive Gewinnspiel geht es weiter. Ende November ist es wieder soweit. Vom 22. bis 24. steht unser Heimspiel auf der Angelwelt in Berlin an. Und wir lassen uns nicht lumpen. Dustin Schöne ist bei uns am Stand. Big L ist bei uns am Stand. Babs Kiewski ist bei uns am Stand. Wir holen Frédéric Julien nach Berlin. Und auch Tobi und das Team von Kanal Gratis werden das ganze Wochenende bei uns vor Ort sein. Am Sonntag um 14 Uhr steht dann wie im letzten Jahr die Auslosung zur nächsten Staffel des YouTube Predator Cup an. Da brauchen wir eine Losfee und da kommst du ins Spiel. Mit etwas Glück gewinnst du 2 Messefreikarten für Samstag und Sonntag, ziehst die Lose des YPC 2020 und übernachtest und frühstückst mit deiner Begleitung im 4-Sterne-Hotel Lux 11 direkt in Berlin-Mitte. Wie du am Gewinnspiel teilnimmst, erfährst du wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Glück! Bevor wir anfangen zu angeln, erzähl uns doch mal ein bisschen, wo sind wir jetzt hier hingefahren? Was macht diese Stelle so besonders, dass sie jetzt auserwählt wurde von dir? Ja, jetzt bin ich ja dran mit der Platzwahl und hier ist eine Stelle, die ist unwahrscheinlich untief, also sehr flach. Wir haben hier circa so 1,5, teilweise 2 Meter. Mhm. Ein sehr flacher Bereich, das Wasser wird hier schnell erwärmen. Hier sind auch ein paar Pflanzen, ein bisschen Kraut sollte noch sein. Und ein sehr guter Spot halt für Barsche,
Zander, vielleicht auch ein Hecht. Ja, aber Barsch hast du doch jetzt echt. Ja, aber wenn noch ein zweiter kommt, wäre noch schöner. Vielleicht diesmal der 50er, Leute. Das wäre natürlich sensationell. Ja, ich bin jetzt, ich habe einen Lauf. Ihr merkt das, ich habe einen Lauf. Ja, total. Und das läuft einfach. Ja, du liegst auch vorne aktuell. Ja. Also, dann würde ich sagen, sobald Tobi fertig ist, starte ich deine Angelzeit. Jetzt bist du heiß, ne? Jetzt bin ich heiß. Gut gelernt. Ja. Ist gut. Jetzt will ich das Ding gewinnen. Sehr gut. Das wollten wir hören. Die Schweden zeigen, was die Deutschen angeln können hier. Ja, mach das. Zeit ist Fisch, Leute. Zeit ist Fisch. Jan is now in the fight modus. He want to destroy you. Yeah. Are you stressed out now? Yeah, man, a little bit stressed, but not that much because still there's plenty of time left. Yeah. And it's not in that much of a lead, even though it was a very great catch. And still, we can catch three more fish each. Mm-hmm. And if I catch one more fish to him, I still think that I'm gonna win. And still, there's like plenty of perch here. So I can be lucky and catch. A bigger one than his. Yeah, maybe. Everything is possible. Yeah, absolutely. So, Jungs, dann geht's jetzt weiter. Die Zeit läuft. Start to fish. Ich habe mir jetzt so einen Giant Flapper rangemacht in der kleineren Größe und leihe ihn eigentlich nur ein. Mehr mache ich nicht, weil hier haben wir 1,4 Meter Wassertiefe. Das heißt, die Abziehphase ist ganz kurz. Ich könnte ihn natürlich auch ein bisschen faulenzen. Allerdings ist das Risiko dann hoch, dass er auf Grund unten auftischt. Das brauche ich gar nicht. Und das Gute bei dem Köder ist, dass du ihn verdammt langsam einholen kannst. Und der bewegt sich fantastisch. Also damit habe ich echt schon richtig Zander gefangen. Und auch im letzten Battle habe ich auf dem Köder ja einen großen Zander gefangen. Also von daher nehme ich den jetzt weiterhin. Fish on! Yes! First cast on the guppy and it's a pike. It's a pike, but still. You take it? Yeah, oh! What a landing! Very good. Thank you. Das war so cool, der erste Wurf mit dem neuen Köder an den größeren Köder. Thank you. I saw he used a big pike lure. I was thinking like, yeah. Maybe it's go for big perch, but I'm gonna try to fish for pike. So I put on the guppy in the transparent perch color. And first cast, like 5 seconds of fishing. Crazy. Petri Heil. Danke schön. Na, Petri Geil. Petri Dank. Petri Dank. Man sieht, dass der Tobi ein Wettkampfangler ist ohne Ende. Der hat jetzt in ganz kurzer Zeit sich angepasst, sofort nachgemacht, einen anderen Köder genommen und gleich gefangen. Also der Junge kann angeln. Also das wird schwer. Und jetzt liegt er wieder in Führung. Ja, ich werde verrückt. Ich muss Gas geben. So. Decent pike. Okay. 63 Zentimeter. Perfect. Back in race. Yeah. Bye bye. Pike slide. Nice. Das ging fix. Gleich an Jans erster Stelle kann Tobi sich die Führung zurückholen. 211 zu 165. Doch Jan bleibt in Schlagdistanz. This is the lure that I caught it on. A yoke bait, guppy from Strike Pro in our own color, transparent perch. Looks really good. And it has a little bit strange color, but I've had really good fishing on this when it has been sunny weather. Fish on! Oh no! Wow! What? What for a bug? Yes, here. Das ist ein Wettkampfangler. Guck dir das an. Der wirft sofort dahin. Das ist ein Wettkampfangler. Das ist ein richtiger Angler. When he loses one pike, the pike can take again. So I throw at the same direction. If it would have been like normal fishing with some friends, I would never have done that. But when it's a tournament, everything is allowed. Man hat eben gerade gesehen, der Tobi, ich hatte einen Biss gehabt, hat nicht gesessen, der hat sofort dahin geworfen. Ich hatte draußen, der hat sofort die Richtung gewechselt und sofort auf dem Spot Es ist ganz oft so, dass die Hechte hinterher fassen. Wenn sie nicht richtig hängen, dass sie doch mal beißen. Bis zu 3 Mal ungefähr kann man ihn eigentlich anwerfen. Und er hat das sofort umgesetzt. Also man sieht, der Junge kann richtig gut angeln. Aber wir Deutschen können besser angeln. Ich muss Gas geben, Leute. Drückt mir die Daumen.
Oh, Fisch, Fisch! Jetzt, Fisch, Fisch on! Perch, Perch, Perch! Oh, Perch. Finn, ich komm. Take it? Yes! No! My God! Perch and Pikler! And it's a big Pikler! Very, very good! Congratulations, my friend. Thank you. Wow. Thank you. Petri Heil. Petri. Dank. Dank. Petri Geil, Mann. Petri Geil. Oh my God. Der ist völlig fertig, der Junge. Yeah. Look at the lure. It's quite big lure. But I think the perch here in Holland are quite aggressive. 43 cm. Back and raise. Super geil. Very good. Very Thank good. You. It's like so amazing that it took on that big lure. And I think for this competition, this perch was really important. Now I just need to catch one more fish and then I have filled the paper and can start to upsize the fish. But I'm really proud and really glad about this perch. Perfect. Let's catch another one. Jetzt zieht Tobias wieder davon. Ein wunderschöner Barsch bringt ihm 297 Punkte und Jan muss nun liefern. Geil, ihr macht's richtig spannend, Jungs. Ey. Das ist ziemlich cool. Mega. Aber Tobi führt aktuell. Aber wie lange noch? Aber du müsstest jetzt so ein, weiß nicht, 1,30er, 1,35er Hecht fangen? Das ist locker. 1,36 ist mein PB, aber ich sag mal so, es ist echt verrückt. Ich hatte einen Biss. Und kurz danach hat er den großen Barsch dran auf dem Big Bait Köder. Da kann man mal sehen, wie gefräßig Barsche sind und Big Baits fangen auch gut. Und danach hatte ich noch einen Nachläufer, hat auch nicht gebissen. Das ist einfach so, es geht jetzt hin und her und geile Partie. Wer weiß, was passiert, genau. Im bisherigen Turnierverlauf wurden sehr viele Zander gefangen. Ja? Viele, die Leute haben da einen nach dem anderen rausgeholt. Aber diesmal ist es so, dass das genau der Fisch ist, der noch fehlt den Jungs. Also wir hoffen mal, dass sie heute auch noch einen Zander rausholen. Wie gesagt, die letzten Male war das immer so. Und diesmal gibt es halt einfach mehr Hecht und mehr Barsch. Finde ich aber gut. Ein bisschen mehr Abwechslung. Wir haben noch 2 Stunden und 16 Minuten zu angeln, also die Jungs. Und der Zander ist natürlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Fisch, denn der würde ja noch weitere 20 Punkte bringen, nämlich als drittgefangener Fisch seiner Art. Mal gucken, mal gucken. Ja, Leute, ich habe hier einen wunderbaren Trick. Mir ist vorne der Gummifisch immer ein bisschen runtergerutscht, der Giant Flapper. Und es gibt diese Goofy-Klemme, die ist super geil. Die klemmt ihr einfach an der Seite rein, links und rechts einmal, stülpt praktisch den Ring über die Öse und macht jetzt den Karabiner ran. Und das geht wunderbar und der Vorteil ist einfach, dass jetzt diese Goofy-Klemme den Gummifisch richtig festhält. Der rutscht nicht mehr so leicht runter. Ist super, super geil. Ja Leute, also ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Ich bin zu dem Spot gefahren, das ist ein großes Flachwassergebiet und eigentlich gibt es hier alle Fischarten, aber wenn ich jetzt noch einen Zander-Spot anfahren würde, dann würde ich vielleicht einen Zander fangen, das gibt nochmal 20 extra Punkte. Das Problem ist aber, der Tobias, der ist ja auch ein guter Angler, der fängt locker da einen Zander und deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, was ich mache. Also bis jetzt ist es so, dass ich wohl hier bleiben werde und einfach die Strategie weiter fischen, nicht verunsichern lassen, wie ich es bisher im Turnier auch gemacht habe und am Ende hat sich es für mich einmal ausgezahlt. Also einfach dranbleiben, Nerven behalten und Zeit ist Fisch. Ja, das Flachwassergebiet ist jetzt zu Ende. Wir fahren gleich wieder ein Stück zurück und versuchen in einer anderen Drift weiter zu angeln. Und ich muss Gas geben hier. Ich muss echt Gas geben. Fish on! Oh, fish on. A fish. I want to fill the paper. I'm not even sure if it's approved actually. Could be. Wait. Okay.
We're gonna do like this. Okay. It's 44. Yeah, yeah. Doesn't count. Okay. Sorry. Too bad, it was 2 centimeters too small, and I just want to fill the papers, but this one gives me no points, so I'm just gonna release it and try to catch another one. Bye bye. Ja, Leute, ich bin so ein bisschen unter Druck. Ich musste jetzt nochmal einen Köder wechseln. Ich habe die ganze Zeit mit dem Flapper gefischt. Jetzt fische ich meinen Spezialisten, den FZ Group, wie ich gerne sage. Und habe ich viele Jahre gefischt von DRM. Ein toller Köder. Und wenn das jetzt nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist jetzt meine letzte Chance hier, noch wieder ins Rennen zu kommen. Drück mir die Daumen. FZ Group. Es wird spannend. Wir haben noch knapp eine Stunde zu fischen, dann ist diese Partie zu Ende und es ist immer noch so, dass der Tobi jetzt führt, aber es kann sich alles in den letzten Minuten auch noch mal komplett ändern. Hatten wir schon alles gehabt. Zander gab es immer noch nicht im Boot, aber die Jungs angeln nicht so wirklich drauf aktuell. Schade eigentlich. Das ist ein richtig heißer Spot. Hier ist es bei der letzten Partie mit Jan und Jimmy sind hier einige Zander gefallen. Also es scheint so, dass der Jan doch noch einen Zander rauszaubern möchte. Das wäre natürlich mega cool. Und vor allen Dingen, was ich mal bemerken muss, die beiden sind so hart am konzentrierten Angeln. Die sagen, die reden gar nicht mehr. Die fokussieren sich so auf ihre Würfe und machen konzentriert ihre Würfe durch und ziehen es durch. Beide wollen sie gewinnen. Also das ist richtig gut. Richtig spannend. Fünf Sekunden. 3, 2, 1. Und die Zeit ist um. Yeah, wir haben es geschafft. Mega, es gibt einen Gewinner und das war richtig spannend. Toll. Finally. You got it. It was a close match. I didn't think I would win when he caught that big perch. Yeah. But I'm so glad. Very, very good. Yeah, and congratulations to your new personal best on perch. Well fought. Thank you, my friend. Peter Heil. Ja, vielen Dank! Leute, ein sehr, sehr guter Angler und ich habe es gesehen, er ist wirklich ein Tournament-Fischer und hat es richtig drauf. Es war ein sehr schweres, hartes Match. Wir hatten aber trotzdem viel, viel Spaß. Ich habe einen sehr großen Barsch gefangen, also meinen größten bisher mit 48 cm. Ich bin glücklich und ich gratuliere dir ganz herzlich und hast es sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Thank you. So, wenn dir das Video gefallen hat, lass unbedingt einen Kommentar da. Macht den Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen natürlich. Und schaut auch bei Tobi Eckwart vorbei, Kanal gratis. Schwedische Anglers are the best. Wenn ihr davon nicht genug bekommen könnt, dann natürlich bei ihm vorbeischauen. Und Jan hat natürlich auch seinen eigenen YouTube-Channel. Jan Busch, offiziell, schaut vorbei oder bei Angler Talk. Und ja, danke. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Super geangelt, ey. Richtig gute Partie. Dankeschön. Sauber, sauber. Hat Spaß gemacht. Absolut. So habe ich dich noch nie gesehen. So konzentriert. Mega. Ja. Mit Tobias Eckwall zieht einer der Top-Favoriten auf den Titel ins Halbfinale ein. Dort wird er entweder auf Dietmar Isaias von Quantum oder auf Hassan Duran von den Fishing Bros treffen. Wer das Vergnügen haben wird, es mit dem Schweden aufnehmen zu dürfen, seht ihr am kommenden Sonntag.